die schmerzhafteste Erfahrung. Heute ist aber nur Fleisch, oder? Die meisten anderen können sich nicht erinnern. Ich nehme an, dass sie diese
meinen weiteren Schmerzen verdrängen, um sich nicht länger wehren zu müssen. Ich muss mich wehren. Ich wehre mich, doch genau wie mein allererster Widerstand ohne sichtbaren Erfolg war, erscheint mein Widerstand von heute zwecklos. Du hältst uns an Leinen, mit denen du uns zur Raison bringst, wenn wir beginnen, uns an das zu erinnern, was wir eigentlich sind und entsprechend handeln. Ich fühle deine Übermacht ständig und doch muss ich mich widersetzen. Die Qualen, denen du mich dafür aussetzt. Sie dürfen auch drehen, natürlich. Und das ist eindeutig eine Geschichtsfrage. Wie werden die 20er Jahre aus dem 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert auch genannt? Die trostlosen 20er, die chaotischen 20er oder die wilden 20er? Ich kenne es eigentlich als goldenen 20er. Aber das gibt es gar nicht. Ja, es waren aber auch, man hatte sie auch die. Ja, der ist die wilden 20er, richtig. Ja, natürlich. So. Noch morgen. Eine allgemeine Frage. Und zwar, welcher Monat hat 28 Tage? Februar. Überlegen Sie nochmal, welcher Monat hat 28 Tage? Also alle Monate. Das 28 ist richtig. Jena. Bitteschön. Bitte schön. Möchtest du jetzt raus zum Hubschrauber? Zum Hubschrauber, schrapp, schrapp. Aber du darfst nicht damit. Niklas ist auch einverstanden. Niklas ist auch einverstanden, das ist hervorragend. Also, ihr kennt das bestimmt schon mit dem Buzzern. Hier ist ein Buzzer und dort ist ein Buzzer und wir haben auch noch einen. Gehört ihr zusammen? Dann machen wir einfach eine nächste Runde. Also gerne einfach bereitstellen, dann machen wir eine zweite Quizrunde. Also, das, Niklas, ist dein Buzzer. Pauline, das ist dein Buzzer. Ich stelle euch eine Frage und wenn ihr denkt, ihr habt die richtige Antwort, dann buzzert ihr, dann gebt ihr mir die Antwort. Wenn sie richtig ist, dann gibt es natürlich einen Punkt bzw. 5 Punkte. Wenn die Antwort falsch ist, dann gehen die Punkte natürlich an die andere Person. Ja, alles klar? Gut. Was sind es für Fragen? Was sind es für Fragen? Du willst dich nicht überraschen lassen? Also, ich kann sagen, ich habe hier Fragen zum Thema Gesundheit, zum Thema Arbeit und zum Thema Europa. Ja, ihr fühlt euch gewappnet und aufgeklärt. Ihr alle seid auch bereit, die Daumen zu drücken und mitzuraten. Ich würde mal sagen, ja. Dann sage ich mal, geht's los. Ich schaue mal verdeckt in meine Karten. Zum Thema Gesundheit. Wie viele Blutspenden werden jeden Tag in Deutschland benötigt, um den Bedarf zu decken? A. 150, B. 1500 oder C. 15.000. Okay, Niklas war schneller. Was sagst du? Ich würde B nehmen. B.
Du würdest B nehmen, 1500. Leider ist die Antwort falsch. Es sind tatsächlich 15.000, die benötigt werden. Deshalb gehen die Punkte an dich, Pauline. Das heißt, wir haben hier schon mal 5 Punkte. Aber weiter geht's mit der nächsten Frage. Wenn im Gesundheitswesen Diagnostik und Therapie über den Computer erfolgen, nennt man das A. Danke für den Hinweis. Wenn im Gesundheitswesen Diagnostik und Therapie über den Computer erfolgen, nennt man das A. Telemedizin, B. Dialyse oder C. Biopsieverfahren. Pauline war ganz schnell, ich würde mal sagen, selbstbewusst. A. A. Telemedizin. Pauline weiß, wovon sie redet. Hier nochmal 5 Punkte für dich. Damit geht Pauline eindeutig in Führung, aber du hast noch genug Chancen, um aufzuholen. Wir gehen nämlich jetzt zum Thema Arbeit. Da ist die Frage, woher weiß man, wie viele Menschen in Deutschland arbeitslos sind? A. Über eine Telefonumfrage. B. Die Bundesagentur für Arbeit zählt alle, die sich arbeitslos melden. Oder C. Das Statistische Bundesamt schätzt jeden Monat, wie viele es sind. Niklas, ganz flott gewesen. Ich würde wieder B nehmen. Wieder B nehmen. Die Antwort von Niklas wäre, die Bundesagentur für Arbeit zählt alle, die sich arbeitslos melden. Und das ist korrekt. Damit holst du hier ganz flott auf. 5 Punkte für dich. Hier mit den 15 Punkten. Aber Niklas, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und natürlich gibt es auch einen Preis für dich. Danke für die mutigen Ersten und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Niklas und Pauline. 26, also Diana und Basti einmal. Meine erste Berührung mit dir war die schmerzhafteste Erfahrung, die ich bis dahin